Schönen guten Tag, liebe Seherinnen und Hörer der Zeitschrift International. Hier begrüßt Sie wieder Fritz Edlinger. Es ist mir eine ganz besondere Freude, Ihnen die Produktion und baldige Aussendung unseres aktuellen Heftes 3 2024 anzukündigen. Diese Art der Videos sind mir tatsächlich die liebsten, weil es ist immer erfreulich, wenn man eine gewisse Arbeit abgeschlossen hat und diese dann präsentieren kann. Das Heft Nummer 3 2024 ist eines der umfangreichsten Hefte, die wir seit vielen Jahren gemacht haben, sowohl vom quantitativen Umfang, also von der Zahl der Beiträge, als auch von der thematischen Spannweite. Ich darf hier gleich mal das Cover ins Bild geben. Auch dieses Cover ist etwas, worauf wir stolz sind, aus mehreren Gründen. Zum Ersten ist wirklich ein ganz besonderes Lob unserem Grafiker Thomas Lehmann auszusprechen. Dieses Cover ist wirklich gut und es ist zusätzlich thematisch auch etwas, wo wir eigentlich viel zu lange, zu wenig klar auch Flagge gezeigt haben. Es ist anlässlich der Präsidentschaftswahlen in Mexiko, darüber noch später etwas, ist eine Frau, das ist für Mexiko und für Lateinamerika natürlich eine ganz sensationelle, wichtige Sache, ist mit Claudia Scheinbaum, eine deutschstämmige Mexikanerin, zur Präsidentin gewählt worden. Alleine die Tatsache, dass eine Frau in Mexiko, das ist doch einer der wichtigsten lateinamerikanischen Staaten, zur Präsidentin gewählt worden, ist wichtig und das soll man auch berichten, auch bei uns weiter verbreiten. Und zweitens ist diese Dame, sie war schon vorher als Bürgermeisterin von Mexico City, eine äußerst dynamische, erfolgreiche Politikerin. Das heißt, die Dame ist also nicht nur wegen ihres Frauentums und ihrer Position als emanzipierte lateinamerikanische Frau bemerkenswert, sondern sie ist auch eine bemerkenswerte Politikerin. Und insofern freut es mich, dass wir dieses nächste Heft nochmals mit diesem Cover ziehen können. Zum Heft selbst. Es ist sehr breit angelegt. Wir haben, glaube ich, über 20 einzelne Beiträge. Ich erspare mir das hier jetzt im Detail aufzulisten. Wir werden in dem Video auch neben dem Cover auch das Editorial bzw. das Inhaltsverzeichnis auflisten und zeigen, damit Sie sich ihr euch informieren könnt. Ich möchte vor allem zwei Themenbereiche herausgreifen aus der Vielfalt an unterschiedlichen Themen. Das eine ist auch wiederum Schlagwort Mexiko, ein Schwerpunkt, wo wir uns mit der Situation von ganz besonders wichtigen, bemerkenswerten Staaten des globalen Südens befassen. Und zwar im Zusammenhang auch mit zufällig zu einem ähnlichen Zeitpunkt stattfindenden Wahlen. Wir haben also sehr ausführliche Artikel, nicht nur, eben wie ich bereits erwähnt, über Mexiko. Wir haben einen sehr, sehr ausführlichen Artikel über Südafrika von einem der führenden österreichischen, europäischen Südafrika Experten und Professor, emeritierter Professor an der Universität Wien, Walter Sauer, über Südafrika. Und wir haben einen Artikel sehr ausführlich über Indien, wo es, Entschuldigung, ebenfalls Präsidenten- und Parlamentswahlen gegeben hat. Und der Autor ist ein deutscher Professor, der bereits mehrfach im International geschrieben hat, vor allem über asiatische Themen, und zwar Professor John Nelson.
Damit wollen wir neuerlich zum Ausdruck bringen, auch eine wesentliche Komponente des gesamten Redaktionsprogramms von International. Die Welt besteht nicht nur aus Europa und Amerika und Australien, sondern nahezu bereits zwei Drittel der Welt sind in dem sogenannten globalen Süden. Und es ist eine sträfliche Vernachlässigung, vor allem auch von vielen Mainstream-Medien in den westlichen Staaten, diese Situation in diesen Staaten zu vernachlässigen oder einseitig manipulativ darzustellen. Daher ist das ein großer Schwerpunkt von uns. Das ist das eine, die eine Komponente des neuen Heftes. Die zweite ist ebenfalls ein Leibthema von International. Das ist die Frage, wie wird die gesamte globale Entwicklung in Richtung Frieden, Krieg in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weitergehen? Wir haben, und zwar nicht erst seit dem Ukraine-Krieg oder seit dem Gaza-Krieg, sondern auch schon eine Reihe Konflikte vorweg. Wir haben eine Zeit erreicht, wo das gesamte globale politische System Gefahr läuft, etwas bildlich gesprochen jetzt an die Wand zu fahren. Es gibt Kriege, es gibt Spannungen, es gibt Blöcke, die sich gegenseitig aufbauen und gegeneinander in Position bringen. Und es läuft Gefahr, auch in Europa, auch um Europa herum, Schlagwort jüngste NATO-Gipfelkonferenz in den USA, das ganze System läuft in Gefahr, in einem schrecklichen atomaren Krieg zu enden. Das kann doch nicht sein, weil das wäre die Selbstaufgabe der Menschheit. Daher befassen wir uns schon seit vielen, vielen Jahren immer wiederum mit den Fragen, wie kann das weitergehen, in welche Richtung kann es eine friedlichere, eine humanere, eine demokratischere weltweite Entwicklung geben. Und wir haben in diesem Heft auch wieder zwei ausführliche Beiträge dazu. Der eine ist von unserem Redaktionsmitglied und Stammautor Wendelin Ettmeyer. Und der zweite ist von einem deutschen Friedensforscher, Klaus Schlichtmann, der provokant die Frage stellt, warum scheiterte die nach 1945 recht ambitioniert geschaffene Nachkriegsordnung. Weitere viele Artikel runden ein wirklich interessantes und dickes Heft ab. Es ist vielleicht bei diesem Sommer ein gutes Datum. Es gibt möglicherweise genügend Abende, wo man irgendwo in Ruhe sich wo zurückzieht und dann würde sich International als Lektüre anbieten. Ich möchte aber diese Gelegenheit auch dazu nutzen, um wieder etwas Grundsätzliches zu unserem Projekt zu sagen. Wir haben mit dem Projekt International, bekanntlich gibt es die Zeitschrift selbst seit 1979, einen Punkt erreicht, wo wir in einer bestimmten Weise eine Situation erreicht haben, wo wir neue Initiativen setzen müssen und wollen. Wir sind als Zeitschrift mit den Abos der Zeitschrift sehr erfolgreich unterwegs. Herzlichen Dank. Wir haben tägliche Abo-Bestellungen. Das ist eine Unterstützung und es ist auch eine Bestätigung, dass wir am richtigen Weg stehen. Aber wir wollen mehr noch tun. Wir wollen besser werden. Wir wollen professioneller werden. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass man ein unabhängiges, ein kritisches Projekt, ein mediales, kritisches Projekt nicht nur am Leben erhält, sondern auch weiterhin ausbaut. Ich möchte nur ganz kurz auf etwas verweisen. Es gibt einen ganz aktuellen Bericht von Amnesty International über die mediale Situation in Europa, der zum Nachdenken Anlass gibt. Wenn selbst Amnesty, die ja keine radikale linke Kampforganisation ist,
kritisch feststellt, dass in Europa eine Tendenz der Zensur, der Beeinträchtigung von freien Medien und von freien Debatten in den Medien besteht, dann muss das doch zum Denken geben. Und das bestätigt auch unser Projekt, das wir weiter ausbauen wollen. Wir wollen zusätzlich die Zeitschrift erweitern. Wir sind bereits dabei, ich habe das schon mehrfach auch erwähnt, dass wir unsere Redaktion nicht nur erweitern, verjüngern, auch gendermäßig besser aufstellen. Das ist uns in den letzten Wochen und Monaten ganz gut gelungen, aber es soll weitergehen. Wir wollen noch weiter und auch noch international. Und wir wollen zweitens noch zusätzliche verstärkte Akzente in den sozialen Medien stellen. Das heißt, wir werden unseren YouTube-Kanal weiter ausbauen. Wir werden auch in anderen Bereichen der sozialen Medien versuchen, unsere Beiträge zu leisten, weil das im Wesentlichen die aktuelle, die moderne Methode ist, auch junge Menschen zu erreichen. Und daher müssen wir uns über die gedruckte Zeitschrift hinaus einfach in diese sozialen Medien noch stärker einbringen. Und das werden wir tun. Und das ist jetzt die Situation, wo wir eine gewisse Weichenstellung als international erreicht haben und wo wir uns an Sie, an euch als Leserinnen, als Abonnentinnen, als Freundinnen und Freunde wenden. Wir haben das schon getan. Ich tue es jetzt nochmals. Wir brauchen eure Unterstützung. Die eine Unterstützung durch regelmäßige Abos ist wichtig, ist gut. Sie bestätigt uns. Aber wir brauchen darüber hinaus auch zusätzliche finanzielle Unterstützung, ganz offen gesagt, um Redaktion auszubauen, um jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Redaktion auch faire Honorare zahlen zu können, um auch unsere gesamte Verwaltung besser aufstellen zu können und vor allem, um auch in dem Bereich der Videos, der sozialen Medien schneller, stärker, besser agieren zu können, indem wir Spots produzieren, Videos produzieren, Podcasts produzieren, brauchen wir finanzielle Mittel. Die stehen uns im Moment leider nicht in dem Maße zur Verfügung, wie es notwendig wäre. Daher erlaube ich mich neuerdings, wir werden auch hier einblenden, unsere Kontonummer. Bitte, bitte unterstützt uns, wenn ihr wollt, dass wir nicht nur weiter existieren, wenn ihr auch wollt, dass wir uns noch besser engagieren können, dass wir uns auch noch besser einbringen können in diese schrecklichen Debatten, die im Moment in Europa und weltweit laufen über Krieg und Frieden und über wer der Gute und wer der Böse ist, dann bitte unterstützt uns, lest unsere Zeitschrift, abonniert unsere Zeitschrift, verbreitet sie, liked unsere Videos auf unserem YouTube-Kanal und bitte überweist eine euch adäquat erscheinende Spende, um unsere weiteren Ausbauschritte finanzieren und absichern zu können. In diesem Sinne, viel Spaß beim neuen Heft. Es ist in wenigen Tagen in den Postkästen der regelmäßigen Bezieherinnen. Elektronisch kann man das Heft abrufen. Am YouTube-Kanal wird es nahezu täglich neue Videos geben. Ich wünsche euch einen angenehmen, einen nicht allzu heißen Sommer und hoffe, dass wir nach dem Sommer mit gestärkter Mannschaft, mit zusätzlicher finanzieller Unterstützung einfach noch unseren Ausbau fortsetzen können. In diesem Sinn herzlichen Dank und schönen Sommer 2024.